Also ich glaube, dass das TISK eben keine so Vorsortierung macht, welche Gäste sie gerne hier drin hätten. Also das liegt auch schon ein bisschen an der Ecke. Also hier läuft alles und jeder kann hier reinkommen und so soll es eben auch sein. Offen, multikulturell, kosmopolitisch, gleichzeitig aber mit diesem Ansporn, irgendwie so deutsche Klassiker ihnen auf der Karte zu präsentieren, und zwar modern. Die alten Sachen, das sind Klassiker, da finde ich es natürlich schön, wenn die Leute halt auch sagen und schreiben irgendwie in ihrem Post oder so, oh Mann, da war der beste Gurkensalat, den sie hatten und so, weil das war ja auch das Ziel bei der Sache, dass man Rollmops und Gurkensalat so präsentiert, dass es halt wirklich outstanding ist. Und genau damit zu sagen, ey, wir sind deutsch, wir kommen aus Berlin, das ist unsere Küche, damit sind wir aufgewachsen, hauen wir da halt voll in die Bresche. Altbewährtes ist gerade sehr im Trend, haben die einfach was Fantastisches gemacht, nämlich die Eckkneipe wiederbelebt und umdefiniert und so schön gemacht, wie sie eigentlich nie aussah. Ich finde, es ist einfach ein Laden, wo man sich sofort zu Hause fühlt. Und die beiden sind halt einfach auch so down to earth und nahbar. Man hat das Gefühl, man kommt zu Freunden und das bringen die auch so rüber. Wir schreiben das Wort Kneipe hier auch groß und es kommt nicht zu selten vor, dass hier die Leute auch gerne mal ein bisschen mehr trinken. Aber wir wollen den Leuten natürlich auch diese Atmosphäre bieten, dass sie sagen können, gutes Essen, aber trotzdem halt wie beim Griechen, ne? Kassen hoch. Es ist echt geil, dass es auch angenommen wird. Ne? Und das ist auch ganz wichtig. Und das gibst du auch den Leuten mit, dass sie wissen, alles klar, das ist Berlin, das sind wir, das ist TISK.